our living stereo stylus in this groove. Good evening together. This is a real IBA meeting tonight. Possibilities seems to me like unlimited. The challenge is always another one. But if you have the awareness, which you learn overall, it's easier for you to adapt and to get through it. Sven und ich, also wir waren beide mal Vorstand und deswegen liegt uns an diesem Tag sehr viel. Wie ich arbeite, wie ich vorgehe, wie ich auch auf Menschen zugehe, durch die internationalen Kontakte hier, durch die ganzen vielen ausländischen Studenten, hat man einfach nochmal gelernt, anders auf die Leute zuzugehen, sie abzuholen, mit ihnen umzugehen. IBA hat einen ganz besonderen Charme untereinander, dass wir als Logistiker, als Digital Business Studierende oder auch als ganz normaler, klassischer IBAner einfach alle an einem Strang ziehen. Es inspiriert auf jeden Fall, um weitere Schritte zu gehen, für die man eventuell Mut braucht. Netzwerken ist auf jeden Fall wichtig für mich. Ich denke, IBA holt einen an vielen Stellen ab und bereitet einen dann auch auf die verschiedenen Situationen vor, egal ob jetzt privat oder im Berufsalltag. Inspiration, Motivation. It's internationality. Das Thema open-minded. Because it really made me what I'm now. Viele nette Menschen kennenlernen, Freundschaften schließen. Sie haben so viele Fächer, die sie nutzen können. Und sich selbst auch weiterentwickeln. Wir haben hier tatsächlich Sachen mitgenommen, die wir für Arbeitsleben tatsächlich auch gebraucht haben. IBA ist ein Studienfach, wo man crossfunktionale Inhalte lernt. Und das ist gerade im heutigen Berufsleben äußerst wichtig. Die heutige Arbeitswelt, die eben frenetisch ist, die sehr viel Skills erfordert, die sehr viel international Skills erfordert. Ich arbeite heute in crossfunktionalen Teams. Ich muss mich in unterschiedlichen Situationen immer wieder neu einarbeiten. Und IBA hat mir hier einen Werkzeugkoffer an die Hand gegeben, dass ich die Möglichkeit habe, mich agil hier einzuarbeiten. Weil ich glaube, ich habe mich für die Welt gewappnet. Und wie gesagt, ich bin jetzt Geschäftsführer in den USA, habe ein Werk aufgebaut, eine Gesellschaft aufgebaut, war in verschiedenen Kontinenten bereits. Ich bin noch nicht so alt jetzt, ich bin jetzt 35. IBA bedeutet auch, oder auch in der heutigen Arbeitswelt, Leute zu motivieren, zuzuhören und herauszufinden, wie man Dinge weiterhin verbessert. Am Ball bleiben, dazu zu brennen, neue Inhalte aufzunehmen. Ich habe viel mitbekommen und das hat mir halt geholfen, einfach oder nicht einfach, aber vielleicht eher dann Opportunities zu bekommen, Challenges zu bekommen, und ich habe ich auch akzeptiert. Also that's IBA for me. I am ready for life. Everything can come. Open your ears, open your eyes. Ohne Herrn Kohlmann hier geht auf dem Außenwirtschaftstag rein gar nichts. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Jedes Jahr wieder alles, was auf dieser Bühne passiert, haben wir ihm zu verdanken. Vielen Dank. Nichts zu danken, machen wir gerne. Ja, IBA ist Leidenschaft. Das geht nicht. Das ist zu dumm. Das kann ich nicht gut rüberbringen.